So, liebe Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation. Und bevor wir jetzt weitermachen, richtig, mir fiel gerade so auf, als ich vorhin eben den letzten Part beendete, da habe ich mich ja gefragt, sag mal, was wollen die hier eigentlich? Was steckt dahinter, dass Abstergo hier schon wieder ist? Und da fiel mir ja ein, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ne? Ist doch eigentlich klar, was sie wollen. Wenn man AC4 kennt und weiß, was da passiert, dann kann man sich doch eigentlich schon denken, was sie hier suchen. Denn, Alter. Denn, zwar ist Aveline ihre Zeit... Boah, das tut mir leid, ich hab's voll weggehauen. Ist zwar Avelines Zeit nach Edwards Zeit, aber diese Projekte von Abstergo an sich... Da ist ja das jetzt hier, spielt ja vor dem AC4-Teil. Und ja, jeder, der AC4 gezockt hat, kann sich wahrscheinlich schon denken, was sie sich hier suchen. Das fiel mir dann erst im Nachhinein auf, weißt du? Naja. Ob das jetzt so ist, weiß ich natürlich nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht direkt spoilern oder so. Vielleicht hat ja noch jemand noch nicht AC4 durchgezockt oder so. Wäre jetzt nicht so abwegig, so alt ist das Spiel ja noch nicht. Deswegen, also das könnte echt eine Möglichkeit sein, warum die hier in dieser Gegend schon wieder sind. Habe ich mir quasi, auch wenn ihr es wahrscheinlich auch schon geschrieben habt im letzten Part, ein, zwei Leute wahrscheinlich, mir das selber beantwortet. Das wird es wahrscheinlich sein, die suchen hier gewissen Stuff. Könnte ich mir jetzt jedenfalls denken, ob das so ist, weiß ich natürlich nicht. Aber das wäre eine Erklärung. Geräte sammeln, eine Waffe aus den verfügbaren Materialien herstellen. Hm. Es herrscht kein Materialmangel hier. Vielleicht finde ich genug, um mich zu bewaffnen, damit ich im Notfall bereit bin. Ja, Mann. Na komm. Komm, jetzt klau doch mal endlich. Ach, plündern, ich nicht klauen. Ich nicht klauen. Ja, ich bin auch so eine Nase, oder? Die scheiden auf jeden Fall aus. Die sind zu zweit. Gespannt, was sie sich da jetzt zusammenbaut. Holzplanken an der Baustelle finden. Alles klar. Oder ganz, ganz oben. Ey, das Panorama sieht schon sehr nice aus, wie ich finde. Sieht schon sehr nice aus. Es wäre natürlich super geil gewesen, hätten sie es irgendwie machen können in der Optik von AC4, aber gut, dann hätten sie wahrscheinlich von Grund auf neu den Code schreiben müssen. Oder sowas. Weil, soweit ich mir das auch denken kann, haben sie einfach nur ein grafisches Update gemacht. Und hier und da ein bisschen das Gameplay angepasst, aber wahrscheinlich das Grundgerüst haben sie einfach locker easy mal von der PS Vita aufgenommen. Die ist ja nicht schwach, die PS Vita. Die hat ja eigentlich nichts drauf für so ein kleines Gerät. Gehst direkt mit bei der Musik. Oh Gott, der Abschnitt gefällt mir richtig gut gerade. Whee! Und Sperrgebiet. Oh, und ich latsche hier einfach durch. Oh.
Nein. Nein. Wie das Blut am Spritzen ist hier. Was würde ich alles tun, nur um eine Waffe zu schmieden? Ne? Eine selbstgebaute Klinge? Ein bisschen plump, aber besser als gar nichts. Oldschool. Auf jeden Fall oldschool. Ist es jetzt eine Doppelklinge oder ist es doch nur eine? Das fragst du dich auch, wa, Kollege? Was war das denn jetzt für den? Der Company Man? Und was macht der denn da? Der macht umgedrehten Moonwalk. Auf der Stelle sogar. Na gut, der Company Man. Das dunkle Geheimnis der Kolonie entdecken. Kollege, was ist los? Hallo? Boah, die Musik gefällt mir richtig gut. Ich komme vor, als wäre ich hier in Karate Kid oder sowas. Mr. Miyagi kommt gleich um die Ecke und zeigt mir, wie ich ein Auto poliere oder so. Und ich muss an bei dieser Musik muss ich irgendwie an Karate Kid 1 denken. Ich weiß nicht warum, fragt mich nicht. Aber wäre schon geil, wenn jetzt Mr. Miyagi um die Ecke kommt. Oh Mann, was rede ich für eine Scheiße. Was haben die denn alle mit ihrem... Seid ihr unzufrieden mit der Gesamtsituation, oder wie? Natürlich, du hast recht. Der Company Man ist sehr ungehalten. Hätten wir nur mehr Leute. Noch mehr Leute? Wir haben schon alles ausgeschöpft, was möglich ist. Wir sind Arbeiter, die von überall herkommen. Leute aus Kuba und sogar aus New Orleans. Bei strengster Geheimhaltung. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie schwierig und wie teuer das ist? Hab Geduld. Vasquez übernimmt bald sein Amt in New Orleans. Er wird Erfolg haben, wo Baptiste versagte. Baptiste war doch der komische Typ aus dem Dschungel, ne? Diese Feger, ey, was haben die mit den Fegern? Das ist unfassbar, einfach nur. Oh shit. Sieht er mich? Er sieht mich. Hey, hör auf! Was glaubst du, was du da machst? Junge Dame, hört auf! Oh Gott, ey, jetzt mal ganz ernsthaft, Leute, wirklich so dumm. Ernsthaft jetzt? Okay, cool. KI in Assassin's Creed. Hier, der Mann, von dem ich gesprochen hatte. Was tun wir mit ihm? Zeigt ihm auf, wie falsch sein Verhalten war.
Du hast nicht wirklich gedacht, wir ließen dich deinen Vertrag brechen und mit vertraulichem Wissen entkommen, oder? Was hast du vor, mir etwas auf den Kopf zu werfen? Also, du kämpfst. Alter, jetzt mach doch mal... Direkt nochmal in die Eier rein. Ach, kommst du jetzt mit der Peitsche an? Was ist das denn? Wie geil. Habt ihr auf den Körper geachtet? Habt ihr auf den Körper von den Typen hier gesehen? Oh Gott, wie geil. Zaboom, Junge! Na, gleich nochmal, ja. Komm. Alter, der Move ist so geil. Wie die sich drehen! Körper! Alter, ich muss das nochmal machen. Moment. Das sieht so geil aus. Hallo! Komm her. Sie ist bewaffnet! Boah, geil. Geiler Move. Ihr habt es nicht anders verdient. Moment. Spur der Wahrheit, den Hinweisen folgen, um die Vergangenheit zu entschlüsseln. Danke. Wo bist du jetzt so plötzlich hergekommen? Viel wichtiger ist, wo willst du hin? Nach New Orleans? Ich könnte dir Arbeit beschaffen. Ha! Wozu? Mein Volk sind die Fon. Ich gehe zurück nach Afrika. Dein Medaillon. Es ist ungewöhnlich. Ich sah schon so eins. Und ich hielt es für einzigartig. Das ist es. Meine Mutter hat es selbst gemacht. Du musst dich irren. Nein. Die Frau, die das Medaillon trug, hieß Jeanne. Sie war eine der ersten Arbeiterinnen hier. Ich erinnere mich gerne an sie. Das ist der Name meiner Mutter. Wo ist diese Frau? Ich muss sie sehen. Ich weiß nicht. Sie lebte in einem abgelegenen Haus am Südende des Lagers. Du musst gehen. Der Ferrer wird nach dir suchen. Wirst du allein zurechtkommen? Ja. Ich verstecke mich bis zum Wachwechsel bei Sonnenuntergang und werde dann wieder fliehen. Diesmal kriegen sie mich nicht. Viel Glück. Ich dachte, die ist tot, ja? Ich seh das! Oh nein! Das ist sie! Zur Hölle, Ich dachte, ihre Mutter wäre tot oder sowas. Sie ist einfach nur abgehauen, was? Das Leben eines Assassinen oder wie? Ich raff es nicht. Naja. Wir werden es sehen, Leute. Beim nächsten Mal. Ich mach genau nämlich jetzt hier einen Cut. ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Part, wenn es der Fall ist, ihr kennt das Ganze. Unterstützt das, wenn ihr möchtet, mit einem Like.
würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.